Hallo. Das ist eine Rötelmaus. Gehört zu den Wühlmäusen. Ein sehr sympathisches Waldtier. Hat den Nachteil, dass jeder sie fressen möchte. Ja, die sind schon putzig, die Viecher. Die sind schon wahnsinnig putzig. Ich habe mal welche angefüttert. Bin immer an der gleichen Stelle gesessen. Und irgendwann kam mal eine vorbei und dann habe ich tatsächlich so Mäusefutter aus dem Zoogeschäft da mal ausgestreut und dann kam irgendwann die ganze Familie und hat sich da gütlich getan. Das war toll. Hatte überhaupt keine gescheite Kamera, deswegen gibt es davon keine Fotos. Ja, die haut sich da so ein paar leckere Knospen rein. Toll, kriege ich so ein Viech endlich mal auf Kamera. Jetzt wird aus mir noch ein Naturfilmer. Ja, du bist ein liebes Tier. Gut zu identifizieren sind die am auffallend roten Rücken. Die haben auch einen kurzen, auf der Oberseite roten Schwanz. Ja, und das Bäuchlein ist halt eben deutlich heller. Aber wirklich dieser krass rote Rücken, auch der rote Kopf in diesem Fall. Das dient als sehr gutes Bestimmungsmerkmal. Kurze Schnauze, deswegen ist es auch nur eine Wühlmaus. Die echten Mäuse haben tendenziell eine längere Schnauze. Und ich hoffe, ich erzähle jetzt hier nichts Falsches. Mäusebestimmung ist nun wirklich lange her. Ja, hallo, ja. Ist hier allerdings ein bisschen nicht das intelligenteste Exemplar. Dass die so sehr in meiner Nähe hier einfach fröhlich vor sich hin futtert. Lecker, gell? Ja, der Tisch ist gedeckt. Ja, du hast Hunger. Mäuse sind ja die kleinste Säugetiergruppe, die es gibt. Also von der Körpergröße her. Und da gibt es so ein interessantes Gesetz, das besagt, je kleiner das Säugetier, desto schneller der Stoffwechsel. Das heißt, so Maus hat locker einen Puls von 200 oder was. Und das im Ruhezustand. Also das ist schon etwas befremdlich. Die Viecher leben quasi dauerhaft auf der Überholspur. Liegt an unserer Biologie von uns Säugetieren. Wenn wir ein winzig kleines Herz haben, dann muss das eben halt entsprechend sehr viel schlagen, um die entsprechende Blutmenge im ausreichenden Maß zirkulieren zu lassen, damit da die Sauerstoffversorgung auch entsprechend hergestellt werden kann. Und auch so eine Mauselunge muss eben entsprechend oft atmen, weil da halt relativ wenig Sauerstoff reingeht. Und da geht es einfach das Verhältnis so, je größer Herz und Lunge, je größer das Tier, desto geringfügiger, ja, desto geringer ist die Geschwindigkeit des Kreislaufs. Damit werden die Tiere auch älter, weil ein Herz, die Konstruktion Herz per se, schafft so und so viele Schläge. Das ist ungefähr, ja, abschätzbar, wie viele Schläge so ein Herz hinbekommt. Und wenn man dann ein sehr großes Tier mit einem grundsätzlich niedrigen Puls von, keine Ahnung, 30 oder sowas ist, dann wird man tendenziell einfach viel älter als so ein Viech hier, wie dieses Mäuslein hier. Uah, jetzt ist sie weg. Ah, da ist er. Die halt eben mit Volldampf durchs Leben geht. Deshalb bewegen sich die in der Regel auch immer meistens relativ schnell, weil sie halt unter einem ständigen, ja, Volldampf stehen quasi. Und damit ist sie, glaube ich, weg. Ein Elefant, ja gut, das weiß ja jeder, dass die relativ alt werden. So eine Maus, die hat selbst in Gefangenschaft bei optimaler Nahrungsversorgung maximal eine Lebenserwartung von 2 Jahren.